willkommen zu meinem neuen Video, denn ich habe ein Trash-Paket gemacht mit der lieben Miss Curly Jen. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox. Und wir haben uns ein Trash-Paket zugeschickt. Wer das noch nicht kennt, das ist einfach ein Paket, nicht mit neuen Produkten, sondern mit gebrauchten bzw. geswatchten Produkten, die einem nicht mehr gefallen. Und das finde ich natürlich eine super coole Idee. So kann man neue Produkte, die man für sich noch nicht entdeckt hat, testen. Und ja, dann werden sie auch nicht im Müll landen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was sich in dem Paket befindet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Als erstes habe ich hier einen kleinen Brief. Und zwar steht da drauf: Hallo meine Liebe, ich wünsche dir viel Spaß mit den Produkten. Ich hoffe, es ist etwas für dich dabei. Und da schauen wir jetzt mal nach. Und ich bin mir sicher, da wird bestimmt ein Produkt oder sogar mehrere für mich dabei sein. Als erstes habe ich hier ein Produkt von L'Oréal Paris, Studio Fix and Style, Fixierlack, langanhaltende Fixierung, angenehmes Haargefühl, kein Austrocknen. Das finde ich sehr interessant, das kannte ich so auch noch nicht und werde ich auch sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Als nächstes habe ich hier so eine kleine Kiste gefunden, die ist wirklich richtig schön. Und die kann man hier so aufmachen, dann ist da so ein riesen Schwamm mit dabei. Aber ansonsten ist hier nichts mehr drin. Da weiß ich jetzt nicht, was das Ganze auf sich hat. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachfragen. Beziehungsweise, wenn du das Video siehst, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, was dieses Produkt bedeutet oder für was man das verwendet. Aber an sich als Dekoration finde ich das wirklich sehr, sehr hübsch. Dann habe ich hier so ein kleines Päckchen mit ganz vielen Stiften und da werde ich jetzt mal genauer reinschauen. Und mir fällt das hier schon alles auseinander. Als erstes habe ich hier von P2 Spring Please Expressiv Kohlkajal. Das sieht so aus, also so ein kleines Bämmelchen ist da dran und ja, sieht aus wie ein Lippenstift, aber es ist so ein dicker Kohlkajal. Werde ich mal gucken, ob ich damit was anfangen kann, weil der sieht schon sehr dick aus, ob man sich damit nicht alles vermalt. Aber an sich ist das ein cooles Produkt und mal eine richtig coole Verpackung für einen Kohlkajal. Dann habe ich hier mehrere Stifte, so Lip Liner. Als erstes von Catrice die Farbe 140 Sweet Aubergina. Das ist dieser hier. Das ist auch eine richtig coole Farbe, finde ich. Also so ein richtig schönes Aubergine. Gefällt mir richtig gut. Kann ich bestimmt sehr, sehr gut was mit anfangen. Dann haben wir hier noch einen roten von Catrice aus der Long Lasting Lip Pencil Reihe. Das war der vorherige auch. In der Farbe 030 Barrison Ford. Und das ist dieser hier. Der ist ein bisschen heller. Ich werde ihn euch auch swatchen. Da könnt ihr das sehen. Das ist dann jetzt hier der obere und ihr seht, der ist ein Ticken heller wie der andere. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut und freue ich mich total drüber. Dann haben wir noch einen roten Lip Liner von Catrice wieder in der Farbe hier 070 The Roof is on Fire. Das ist auch so ein Rotton, gefällt mir auch sehr, sehr gut und den swatche ich euch auch. Und ja, das ist der ganz untere und der ist eher so ins Rotgehende, so ein bisschen knalliger, gefällt mir aber auch sehr, sehr gut und werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren, was ich damit anstellen kann. Dann habe ich hier von P2 ein Perfect Look Lip Liner in der Farbe 051 Beige. Das ist dieser hier. Beige trage ich jetzt nicht so gerne, aber man kann es ja mal ausprobieren. Und den seht ihr hier ganz oben ganz, ganz schwach. Also wirklich so ein richtig naturelles Nude. Werde ich mal austesten, ob ich damit was anfangen kann. Dann haben wir hier ein Eye und Inner Rim Pencil. Und der ist jetzt von Essence aus der Winter Wonderful LE. Die ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, aber werde ich auch mal swatchen. Ja, also der ist auf jeden Fall für die Wasserlinie hier oben. Werde ich auch auf jeden Fall testen. Ich habe sehr, sehr wenige oder gar keinen hellen Eyeliner mehr für die Augen. Deswegen werde ich den auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne testen. Weiter geht's mit einem Catrice Kohlkajal aus der
ganz normalen Serie, glaube ich. Das ist die Farbe 120 We Found Nemo. Und das ist so ein richtig cooles Orange-Peach. Das swatche ich euch auch. Das ist hier oben dann einer. Und ja, muss ich mal gucken, ob ich überhaupt so einen passenden Lippenstift habe oder wie ich den verwenden kann. Und dann haben wir noch einen von Kiko aus der Glamorous Eye Pencil Reihe in der Farbe 407. Und das ist so ein richtig cooles Blau. Den kann man wahrscheinlich auch nicht für den Alltag verwenden. Aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht für spezielle Anlässe, man weiß es nicht. So, dann geht's weiter mit einer Handcreme von Frutini. My Craziness is Mango, also so eine Mango-Handcreme. Ich finde, Handcreme kann man nie genug haben und da werde ich jetzt mal dran riechen. Oh ja, sie riecht wirklich sehr, sehr frisch nach Mango und gerade für den Sommer kann man die wahrscheinlich sehr, sehr gut verwenden. Dann geht's weiter mit einem Produkt von Schwarzkopf Got2B. Happy Hour durchgehalten. 24 Stunden Haarspray, das ist sehr gut. Ich brauche wieder ein Haarspray und von Got2B hatte ich noch keins. Und das werde ich auch auf jeden Fall mal verwenden. Dann habe ich hier ein Essensprodukt, das sieht voll cool aus. Und das hat hier vorne so einen Spiegel, wenn ihr das sehen könnt. Und das ist aus der Winter Glow Reihe ein Cushion Powder Blush. Das hört sich ja mal richtig cool an. Das hat hier vorne so einen Schwamm. Und das kann man dann wahrscheinlich Also damit muss ich mich erstmal noch auseinandersetzen. Ich weiß noch nicht, wie man das verwendet. Aber richtig cool, so ein Spiegel to go dann noch. Und ja, werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich hier was von Alverde, eine Nagelhärterkur. Finde ich auch immer praktisch, denn Nagelhärter kann man immer gut gebrauchen für starke Nägel. Und von Alverde hatte ich noch keinen und da freue ich mich auch schon, den auszutesten. Außerdem haben wir hier noch ein Produkt von Alverde, ein Mineral Face Primer. Das sieht auch richtig cool aus und den kann man... den macht man hier auf, dann kommt da das Produkt raus und hier unten kann man dann das Produkt rausdrehen. Und ich habe mich jetzt schon ein bisschen versaut, deswegen tue ich das Produkt mal wieder weg und mache direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar ist das auch wieder von Schwarzkopf Got2B Ölala Schwerelose Styling Ölspray. Das hört sich auch richtig, richtig interessant an. Mit Arganöl Essenz für jeden Tag. Ja, hier steht neu, aber ich glaube, das ist schon ein älteres Produkt. Aber werde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal ausprobieren, denn das hört sich wirklich sehr interessant an. So, dann machen wir weiter mit einem Isana-Produkt. Das ist ja die Eigenmarke von Rossmann, da gehe ich selten einkaufen und freue mich halt, ein Produkt von Rossmann mal zu haben. Und zwar ist das eine Bodycream Olive mit Olivenöl für trockene Haut. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Verpackung und die ist sogar noch komplett geschlossen. Und hier sind 500 Milliliter drin, also die kann man wirklich sehr, sehr lange gebrauchen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, werde ich auch ausprobieren und... ja, bin ich mal gespannt drauf. Dann haben wir hier ein Nagellack und zwar von Essie. Und zwar ein grüner in der Farbe Mojito Madness. Ja, das ist so ein grüner Nagellack. Habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung. Werde ich auch auf jeden Fall testen und ich mag Essie ja auch wirklich sehr, sehr gerne. Und da freue ich mich über ein neues Schätzchen. Dann habe ich hier ein Zettel, wurde nur geswatcht. Da weiß ich jetzt nicht, zu welchem Produkt das gehört. Aber wir schauen mal weiter. Und zwar habe ich hier wieder mehrere Produkte von Essence. Einmal einen I Love Smoky Jumbo Eye Pencil. Den kennen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von euch. Den gibt es, glaube ich, im Standardsortiment. Und das ist auch so ein dicker Kajalstift. Den kann ich, glaube ich, viel, viel besser verwenden, als den ihr vorhin gesehen habt. Freue ich mich auch sehr drüber. Dann haben wir einen richtig coolen Lipgloss, All That Grace. Das ist ja auch aus einer LE, die war, glaube ich, letztes Jahr im Herbst oder Winter zu bekommen. Und das ist jetzt so ein richtig dunkler Lipgloss in der Farbe 01 Rowing Red. Und den swatche ich auch mal.
Und er sieht so aus, also wirklich ein richtig schönes dunkles Rot. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Werde ich mal gucken. Den kann man bestimmt eher wieder im Herbst oder Winter tragen, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier noch ein Produkt von das Make-up Store. Also das ist wirklich so eine richtig edle Verpackung mit so einem glänzenden Schriftzug. Das ist ein Lippenstift. Oh, der sieht auch richtig schön aus. In so einem knalligen Rot. So sieht er aus. Hier oben seht ihr den. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist total meine Farbe und auch die Verpackung sieht richtig edel aus. Dann machen wir weiter mit einem Produkt von Avon Coloring Cream Eyeshadow. Das ist so ein kleines Pröbchen, also so eine Eyeshadow Cream in Gold. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Also es ist wirklich ein richtig cooles Gold. Werde ich mal gucken, ob ich damit klarkomme und mir das auftragen kann. Und dann haben wir hier noch ein Produkt von Kiko. Und zwar eine Mascara Top Coat. Eine Volumenmascara, glaube ich. Und die hat ja mal ein interessantes Bürstchen. Ihr seht, sie ist sehr, sehr klein, also schmal. Aber geht nach oben sehr, sehr dick zu. Bin ich auch mal gespannt, ob ich die verwenden kann, wie die so auf meinen Wimpern wirkt, was sie damit anstellt. Aber auch die Verpackung sieht richtig, richtig schön aus. Also dieses metallige Lila muss auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Freue ich mich auch sehr drüber. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten Produkten. Da haben wir hier einmal eine Make-up Base. Weiß ich jetzt nicht von welcher Marke. Make-up Base Bella Pierre, glaube ich, ist das. Und zwar, oh, ein richtig tolles Produkt. Werde ich auch auf jeden Fall verwenden, denn eine Make-up Base in so einer Tube hatte ich auch bisher noch nicht. Bin ich mal gespannt, wie die so ist. Und Bella Pierre sagt mir auch so gar nichts als Marke. Bin ich auch mal gespannt drauf. Dann haben wir hier ein Produkt von Jelly Pong Pong, 2-in-1 Eyeliner und Shadow, Eyeliner 2-in-1, ja. Das ist so ein Produkt, ist das jetzt so ein Braunrot, also bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir swatchen mal, ah, das ist eher so ein Braun, seht ihr hier oben. Also als Eyeshadow kann ich mir das richtig gut vorstellen. Als Eyeliner, so einen braunen Eyeliner, werde ich ausprobieren und freue ich mich auch drüber. Dann haben wir das gleiche Produkt in der Art nochmal von Maybelline. Ein Color Drama Intensiv Velvet Lip Pencil in einem richtig schönen Nude wieder. Ist jetzt natürlich wieder nicht so meine Farbe, aber ich werde es mal ausprobieren und ja, das ist schon eher meine Farbe, das seht ihr jetzt hier vorne. Und hier war vorher der Lip Liner und das ist schon eher meine Farbe, gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und zwar von Art Deco. Davon hatte ich auch jetzt noch selten Produkte. Ich hatte mal einen Lidschatten, glaube ich, davon. Und das ist eine Cream Camouflage und so sieht die aus. Also Camouflage kann man natürlich auch immer gut gebrauchen. Werde ich auch auf jeden Fall mal austesten. Und von Art Deco habe ich auch schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Und deswegen freue ich mich, dieses Produkt auszutesten. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bei der Miss Curly Jen vorbei. Ihren Kanal und ihr Video findet ihr in der Infobox. Und falls euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass euch das Video gefallen hat. Und vielleicht mache ich dann auch noch mehr dieser Videos. Und über ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! We'll be right back.